Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend Jens, guten Abend Nordsachse, guten Abend Virus, guten Abend Silver. Mensch, sind ja schon ein paar Leute da. Und wie geht's euch so? Ja, mir geht's auch gut soweit, ja. Hallo, sagenhaft und sonderbar. Der Daniel. Du hast mir noch nicht gesagt, ob die Schlange Lörres heißt oder nicht, weil ich hätte sie so genannt. Ja, stimmt, alle, die Mittwoch nicht da waren, müssen mindestens 50 Euro PayPal-Schutzgeld zahlen. Das kleine Schlange? Was waren das dann? Ach, da, ja, eben, deswegen meine ich ja. Die Hose war offen. Ja, die Schlange Lörres. Alter, verdammt. Nein, der Daniel hat auf Facebook so eine Erinnerung geteilt von, was ist schon 2, 3 Jahre alt, glaube ich, ne, war das. Da ist er mit einer Schlange drauf. Die Schlange ist so zwischen seinen Beinen und ich habe drunter geschrieben, er soll mir bitte sagen, dass die Schlange Lörres heißt. Ja, das ist die Geschichte dazu. Blutpython. Ah. Die werden ja auch ordentlich alt, ne? Die Fleischpeitsche. Ui, 40 Jahre, Junge, Junge. Staunend, dass ich so alt geworden bin.
Damals in den 1760er Jahren. Da war das Leben noch einfach. Also als ich 40 war, damals. Übrigens wurde ich gestern von Virus und von Ellie auf ein Problem aufmerksam gemacht. Das möchte ich jetzt hier nochmal ansprechen, falls sich einige Leute wundern. Es kann passieren, dass ich hier im Chat Nachrichten sehe, die ihr gar nicht sehen könnt. Das heißt, irgendjemand schreibt hier was, ich antworte darauf, aber ihr seht gar nicht, dass da einer was geschrieben hat. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich vermute, entweder ist das ein Bug von YouTube. Oder die Leute sind mit einem VPN drin. Da kann das auch vorkommen. Hat sie gemacht? Ja, ach, alles so anstrengend. Hallo Tom. Es war. Fehlt nur noch, dass er eine Flasche Jack Daniels am Hals hat dabei. Hallo Nordsachse. Hallo Elli. Ich glaube, hier Night of the Rabbit wird auch ein längeres Projekt. Ich glaube, wir haben noch mindestens zwei Streams vor uns. Also, ist schon recht komplexe Geschichte hier. Obwohl es erst so. Also, obwohl es im Großen und Ganzen so relativ kindlich wirkt, ne? Also für Spieler jüngeren Alters, aber mit Nichten. Oder Neffen, kommt drauf an. Ich weiß so gar nicht, was die Altersfreigabe ist für dieses Spiel. Ich glaube so 36 oder sowas. Ja, das Ende von Baphomets Fluch, der Sündenfall, war doch Sündenfall, ne? Ja, das war schon Kacke. Fallout 4 mal wieder angefangen. Da haben wir uns auch gestern drüber unterhalten. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe auch sowas so um die 700 Spielstunden da. Wegen der Serie, ne? Die ist echt gut.
Ja, ich glaube, jetzt aktuell sind hier alle weit über 30. Was soll ich sagen? Eine Geriatrieveranstaltung hier. Echt? Also Nordsachse, wenn du Fallout stehst, guck dir diese Serie an, die ist gut. Ja, alle unter 100 hier. Stimmt, Jens. Ja, noch. Wie fehlt nicht, ja? Silver? Das hat sie nicht gehört. So, ich würde mal sagen, ich lade jetzt mal den Spielstand. Ja. War der siebte. Ist jetzt nicht bald Feiertag nächste Woche? Oh, hat er jetzt auch nicht gesagt. Nein, ist kein Feiertag. Ja, ich sag doch, also ich bin einer der wenigen YouTuber, die noch politisch unkorrekt sind. Ach, ihr seid einfach alle viel zu harmlos. So. Nein, in 6 Tagen. Was ist in 6 Tagen? Was haben wir als letztes gemacht? Ich glaube, wir haben diese komische Echse hier abgezockt, genau. Nationalfeiertag! Ja. Das ist schon fast richtig. Ich weiß, dass das hier nichts zu suchen hat. Ah. Damit bin ich fürs Erste fertig. Sieht doch ganz gemütlich aus. So, was ist denn jetzt hier? Muss ich jetzt die Fliege einfangen? Ja, nein, vielleicht? Nee, ne? Nee. Ich kann die schöne Blume Damit bin schütteln. ich fürs Erste fertig. Oh, okay. Also wir haben, glaube ich, letztes Mal tatsächlich die Echse hier eingefangen. Endlich, Zarov. Hallo Stefania. Doch, über sowas darf und muss man Witze machen. So. Ja, da muss ich jetzt die anderen Äxte auch noch einfangen, ne? Ho, 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 ho.
Ja, okay. Hauptsache, ich find's witzig. Reicht doch. Jetzt übertreiben sie aber langsam mit den Postern hier. Überall Zarow. Eins reicht doch. Meine Güte. Ja, den habe ich, in der Tat. Und ich wusste zu meiner Verteidigung, ich lebe in Brandenburg. Wir sind hier österreichischer als der Österreicher selbst. Treten Sie näher. Ach ja. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Hast du es das? Es gibt doch Unglück in meinem Leben. Ja, Gronk, sehr gut. Also ich muss den jetzt hier irgendwie... In Sachsen sind viel schlimmer. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. In Sachsen ist es schlimmer. Also, Flaschenstand. Das sind viele Flaschen. Aber wenn der Hase so weitermacht, sind die bald alle verkauft. Ellie, hör auf, Phasmophobia zu spielen. Ich krieg das hier angezeigt. Ich habe eine Medizin dagegen. Mach das weg. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Mal sehen, ob's klappt. So, okay. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Oh wow, das ging erstaunlich einfach. Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Ach, die schlafen allein, wenn sie eine Eintrittskarte kriegen? Okay. Er schläft. Der große Zarow. Was für eine Show. Und ich... Ich... In der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich besser die Finger davon.
Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Also, nicht mitnehmen. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte mitnehmen. Und hier überall diese, ja, das ist alles Freimaurer-Symbolik hier. Z und das Auge, und, ja. Und dieses Spiel ist unterwandert von Freimaurern. Hier ist alles voll mit Freimaurer-Symbolik. Da, der Hase, das Wasserrad, das Blatt hier oben, die Steine mit Gesicht. So, also wir haben jetzt zwei Echsen, fehlt nur noch eine. Und die ist hier drin. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ich suche ja schon überall, aber ich finde ja keine mehr. Und dem Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Die Drecksau mache ich jetzt auch kaputt, Alter. Warte. Hier. Ach so. Muss ich dem die Flasche geben? Oder irgendwie so? Irgendwie was? Oder wie? Oder wer? Besser nicht. Wir werden all dies reinvestieren. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Nein, eigentlich nicht. Dich in seinen... in seinen Bann ziehen lassen. Möglicherweise. Eventuell nicht. Zarov zu sehen hat seinen Preis. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Ich habe eine ziemlich große Comicsammlung. Vielleicht später. Im Moment ist mir nach liquiden Kunden. Liquide wie der Shampoos. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas. Namens Para-Invest. Spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Der nimmt dich nicht ernte. Tja, was machen wir da? Was sagt denn der Schweinebärmann? Also. Ich hab Juckpulver. Also der will Kohle haben. Oder wie? Und dem Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Vielleicht ein Zauber? Rat ersuchen, nö. Grünwuchs, Braumer. Fuchslist. Den nehmen wir. Wir werden all dies reinvestieren. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarov. Also ich persönlich, naja, ich habe mal kurz reingeguckt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es spielen will. Klar. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Ach, beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zarov? Du bist noch immer... Noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt
müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere. Also, wir müssen den jetzt hier abfüllen, ne? Also, der säuft ja immer so Schnaps dann. Oder Sekt oder was das ist. Sieht nach Sekt aus. Champagner. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Na gut. Ich glaube. Noch eine Runde. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag. Ey, schlauber nicht, du Laberst. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Aller guten Dinge sind drei. Noch einen Vertrag, bitte. Du hast nichts mehr. Bist leer. Wie meine Flasche. Aber wo ist jetzt Zarow? Auf der Lichtung. Was glaubst du? Auf welcher Lichtung? Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Nein. Das alles hier war für die Katz? Mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann. Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Okay. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Nö. Schade. Hätte man ja vielleicht gebrauchen können. Falls jetzt hier jemand zufällig noch einen Wassertropfen sieht, sagt man Bescheid. Aber ich glaube, hier habe ich schon alle eingesammelt. Ein Netz mit Nüssen. Ach, guck. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadt Schatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Ja. Wer kennt die nicht in allgemeinen... Sieht fast aus, als hätte er sich also gehäutet. Den gemeinen Geldbusch. Also hier ist nichts weiter. Da am Blatt, nee, das ist ein Loch. Das habe ich auch schon öfter versucht. Das ist kein Wassertropfen. Da geht er dann raus. Na gut, also, der ist jetzt hier in diese Rüstung geflüchtet. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Ich weiß wie. Hahaha, wir haben doch, Juckpulver. Mal sehen, ob das klappt. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Okay, der ist jetzt durchs Fenster geflohen.
Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Ja, aber die hat sich doch unsichtbar gemacht. Kann der mich sehen? Kann er. Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. ja, okay. Ist denn sonst noch irgendwas? Nö, nur der olle Nagel. So, wir kriechen das Vieh da jetzt runter. Wessen Idee war das mit den Nägeln? Meine nicht. Ach nee, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Nee. Ja, die Flasche. Aber die muss er ja selber aufmachen. Doch, oder einfach geben, weil er will ja was saufen, hier. Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser. Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Mich mehr labt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch die Tassen! Okay, gut. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Ja, dann können wir ja, wir haben jetzt alle drei Flaschen voll, können wir die ja zum Magier bringen. Die steht auch immer noch hier. Okay. Schön, wo? Wie er so vor sich hin plätschert. Wo ist ein Tropfen? So, hier? Wo ist ein Tropfen? Das wäre der letzte, den wir brauchen. Oben im leuchtenden Teil, da irgendwo? Wo denn da genau? Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den... Rechts.
Da, wo das Haus ist. Das Haus ist hier. Ich sehe da keinen Tropfen. Okay, Shakespeare per Disco. Weil das wäre der letzte Tropfen. Wenn ich den jetzt noch finde, dann habe ich alle Tropfen gesammelt. Weil ich sehe den echt nicht. Sonst waren die ja immer relativ leicht zu sehen, aber... Silva, das ist einer dieser Nägel, der da von diesem Zarow eingehauen wurde. Das ist kein Tropfen. Das ist einer von diesen komischen Nägeln. Die haben wir jetzt in allen Portalbäumen. Silva, du warst dabei, als sie da aufgetaucht sind. Sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, aber trotzdem, Das hier meinst du? Nee, nee, das sind diese kleinen, hellen Punkte nur. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Tropfen. Irgendwo habe ich einen übersehen. Mal gucken. Vielleicht ist es sogar schon zu spät und ich kann jetzt hier gar keine Tropfen mehr finden. Das wäre blöd. Da unten ist Edith. Okay, ab zum Magier. Wahrscheinlich ist es so ein blöder Scheiß, wie so der letzte Tropfen ist in meiner Seele oder sowas. Ja, so ein schwachsinniger ESO-Scheiß. Okay, gut. So, seltsamer Typ. Der Marquis ist verschwunden und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt.
Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Benutze die Bannflaschen, die ich dir gab. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Ja, ich hab die. Hier, guck. Du hast die übrigen drei Echsen gefangen. Nun haben wir Kopfgeldjäger, Errungenschaft. Nun können sie kein Unheil mehr in Mauswald anrichten. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Nur ein Baumläufer kann sich diesem Unheil stellen. Nur ein Magier, der vom Marquis ausgebildet wurde. Du allein kannst uns helfen. Ich? Aber... Deine Ausbildung ist fast abgeschlossen. Doch eine letzte Aufgabe steht dir bevor. Wähle deinen Mantel. Rincewind! Jeder Magier wählt zum Ende seiner Ausbildung einen Mantel, der zu ihm passt. Du hast 4 Portale durchschritten. Du hast 4 Zauber gelernt. Nun ist auch für dich die Zeit gekommen. Welches Gewand gehört zu dir? Also dieser Magiermantel ist auf jeden Fall eine Anspielung an entweder Samuel Sorcerer oder Discworld. Also der hier mit den Sternen. Ein roter Mantel. Guybrush. Monkey Island-Anspielung. Der Mantel von Guybrush. Ja, toll. Spitze. Wie gut. Hallo Waldschrat. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Die Weste hier? Warum? Das ist eine Damenweste. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Ich befürchte, dass wenn ich jetzt hier die Mäntel beiseite ziehe, ich dann irgendwie in Narnia lande. Hier liegt eine Socke. Ich wollte es nur erwähnen. Der sieht so ähnlich aus wie der Mantel, den der Marquis trägt. Der ist auf keinen Fall für mich gedacht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es tut mir irgendwie leid, dass ich ihn so angeschrien habe. Königsblauer Mantel mit Gold aufsetzen. Das ist der Mantel von Guybrush Threepwood. Schön. Danke, Daedalic, für die Anspielung. Der hier sieht aus wie Abenteuer, Spannung und wilde Seeschlacht. Ja. Das ist zwar genau mein Ding, aber irgendwie... Nein, ich habe das Gefühl, dass der nicht für mich ist. Ein schicker getragener Frack. Ich weiß nicht. Schnieker Anzug. Ja, der könnte einem großen Illusionisten gehören. Aber trotzdem, nichts für mich. Kunterbuntes Ensemble. Hui, mutig. Aber ganz bestimmt nicht mein Ding. Bestimmt auch eine Anspielung an irgendwas. Kommt mir auch bekannt vor, aber ich komme jetzt nicht drauf. Das hier ist eindeutig Rincewind. Klassisch. Aber das ist nicht meins. Eine karierte Jacke. Ja, Mann, die ist episch. Die nehme ich.
Das ist einer von diesen Anzügen, bei dem der Fernseher zu flimmern anfängt, wenn der Moderator im Abendprogramm sowas trägt. Ja. Das ist auch nicht meine Jacke. Damals bei den Bildröhren, da war das noch so. Ja, und hier ist die Tür nach Narnia. Spitze. Hm, da fällt Licht durch eine kleine Öffnung. Moment. Geh nicht ins Licht, Carol Ann. Hm, wo es ein Schlüsselloch gibt, gibt es doch sicher auch eine Tür. Das ist doch mein Zimmer. Bin ich wieder zu Hause? Zurück in meiner Zeit? Wie bin ich denn hierher gekommen? Du träumst, Jerry. Niemand kennt diesen Raum besser als du. Hier existiert er nur vor deinem inneren Auge. Ach so. Und was soll ich dann hier, wenn das alles nur ein Traum ist? Die Wahrheit, die du hier finden wirst. Das Wissen, das du verdrängt hast, ist mehr als real. Wähle deinen Mantel, Jerry. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Meinen Mantel? Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? In meinem Zimmer gibt es haufenweise cooles Zeug, aber Mäntel? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Magie schön und gut, aber an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Ja, also. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die sind die Abenteuer von Jeremias Haselnuss. Zaubernder Raumkadett. Es ist ein Hubschrauber. Was willst du mit einem Hubschrauber im Weltall? Jeremy, also wirklich. Ach, ein Schrank. Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodilsmenschen nun wirklich London angreifen werden? Nein, sie haben London schon längst erobert. Nee, ich kenne diese Teppiche auch. Also ich hatte früher so einen nicht. Was, also wir hatten ja nichts. Aber ich kenne was, ja, so mit Häusern und sowas alles, ne, drauf. Ich glaube, ich höre den Fernseher im Wohnzimmer. Ob Mama da ist? Die ist zu. Ach was, wenn das hier nur ein Traum ist, dann ist Mama ganz woanders und wartet auf mich. Hm, okay. Aussortierte Bücher. Wissenschaft ist wahre Magie, sagt Mama immer. Selbst wenn es nicht um Zauberei geht. Trotzdem habe ich ihre alten Schulbücher, die sie mir geschenkt hat, auf den Langweiligstapel gelegt. Ich bin ein Kind. Ich bin schnell gelangweilt. Ja, ich bin ein Erwachsener. Ich bin auch schnell gelangweilt, Jerry. Nur so als Hinweis, Jerry. Die wirken alle gar nicht mehr so großartig. Meine großen Vorbilder. Super interessant. Meine Bücher über Zauberei und Magie. Und ein paar Bücher mit Geschichten über Zauberer, die Verbrechen lösen. Die sind gar nicht schlecht. Ja, Silver, so schlimm war nur auch wieder nicht. Wir hatten keine Nudeln. Mit trockenen Nudeln und Erde. Nee, Nudeln waren Mangelware. Erde hatten wir. Aber dafür brauchtest du eine Genehmigung. Musstest du auch linientreu sein, dann durftest du mit Erde spielen.
Der Weltraum unendlich. Hatten wir schon. Jeremie Zauber. Na gut, man sieht, dass ich es gemacht habe. Aber immerhin, ich hab's gemacht. Ja, Jerry, absolut. Da ist nichts unter meinem Bett, oder? Auch kein Monster? Nein, da ist nichts. Mama hatte recht. Oh, da liegen noch Hausaufgaben. Unser Deutschlehrer will, dass wir über die Sommerferien einen staubtrockenen Roman von Anno Schießmichtot lesen und zusammenfassen. Naja, morgen Abend habe ich ja auch noch Zeit. Wahrscheinlich. Ja, also, ja, Lehrer, ne? Langweilig ist so gibt, ne? Fenster. Draußen ist es dunkel. Oh, hat sich da draußen etwas bewegt? Für einen Moment sah es so aus, als ob da ein Schatten am Fenster vorbeihuscht. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst, dass Außerirdische mit großen mandelförmigen Augen in mein Fenster glotzen. Und mich mitnehmen. Zu viel Fernsehen, sagt Mama immer. Jerry, du hast da wahrscheinlich auch ein ernsteres psychisches Problem, glaube ich. Früher habe ich da Spielzeugautos fahren lassen. Und mich immer gefragt, warum echte Autobahnen nicht aus Teppich sind. Das ist eine verdammt gute Frage, Jerry. Warum sind Autobahnen nicht aus Teppich? Wäre auf jeden Fall billiger. Ich habe irgendwas übersehen. Weil raus kann ich ja nicht. Ich habe meine Schultasche immer noch nicht gepackt. Nicht einmal im Traum. Wenn ich nur endlich wieder nach Hause komme. Ich würde sie packen. Ich würde sie sofort packen. Ah, Ecke des Teppichs. Ach, guck. Eine Lagernische. Früher hat man sowas mal Falltür genannt, aber gut, Lagernische. Stimmt ja. Hier gibt es noch eine Lagernische. Mama sagt, hier sollte ursprünglich eine zweite Kellertreppe rein. Jetzt stehen hier nur ein paar verstaubte Kartons. Verstaubte Kartons, sage ich ja. Die bunte Welt des Wissens. Ich glaube, Mama hat die gesammelt, als sie klein war. Ich hab das alles schon mal durchstöbert. Damals dachte man, wir hätten heute alle Propeller auf dem Rücken und würden zur Arbeit fliegen. Hoffentlich ist es soweit, wenn ich erwachsen bin. Nein, Jerry, nein. Also was uns in den 60er, 70er und 80er Jahren versprochen wurde, wurde nicht eingehalten. Ich bin enttäuscht. Ja, ich möchte das hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich möchte mit einem Jetpack zur Arbeit fliegen. Carsten vom Dach, ja, den konnte ich auch nicht so wirklich leiden. Der war ein Arsch. Da ist bestimmt nur altes Zeugs drin. Oh, was ist das? Eine alte Lederjacke. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber irgendetwas sagt mir... Ja, ich kenne sie. Wähle deinen Mantel, Jerry. Das ist meine Jacke. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Dieses Gewand gehört zu mir. Meine Jacke, sie ist fort. Es war nur ein Traum. Doch du hast gewählt. Du bist ein Baumläufer. Magier. Aber dieser Mantel, er... Du beginnst dich zu erinnern. Wem gehörte dieser Mantel, Jerry? Es ist wie ein Loch in meinen Erinnerungen.
Da ist jemand. Ich habe ihn auch an den Portalbäumen gesehen. Er hat mich gerufen. Wer war das? Ich. Sieh dir diese Karte an. Han Solo. Mein Vater. Es ist mein Vater. Han Solo ist dein Vater? Wie konnte ich Dann bist du Kylo Ren und ich hasse Kylo Ren. Wo ist er? Ich habe es gesehen. Etwas ist in deine Welt eingetreten, Jerry. Hat nach einem Anfang gesucht. Doch als es in eure Welt kam, musste etwas anderes gehen. Dein Vater wurde aus eurer Welt gerissen. Und sogar aus der Erinnerung seiner Familie. Oh nein! Wo ist er jetzt? Er irrt im Raum zwischen den Welten umher. Dort, wo die Grenzen verwischen, an den Portalen, konntest du seine Existenz spüren. Es gibt nur einen Weg, ihm zu helfen. Nur einen Weg. Viel Glück. Ich hoffe, seine Geschichte hat ein gutes Ende. Kartensammler, Errungenschaft freigeschaltet. Die Halle der Schüler. Was machen wir hier? Wir müssen zur Lichtung des ersten Baumes vordringen. Zur Lichtung des ersten Baumes? Die Zeichen waren offensichtlich, doch ich habe sie viel zu lange übersehen. Welche Zeichen? Die Poster, die Echsen. Ein Bann wurde über den ersten Baum verhängt. Ein verbotener Zauber, der sich in alle Portalwelten verbreitet. Die Poster? Stimmt. Die Mauswalder waren wie besessen von der Idee, den großen Zarov zu sehen. Aber niemand wusste, wo er ist. Er muss auf der Lichtung des ersten Baumes einen Bannspruch gewirkt haben. Über die Vereinnahmung des ersten Baumes hat sich Zarov zu einer alternativlosen Idee gemacht, die sich wie ein Virus verbreitet. Das Echsenkonsortium hat diese Situation ausgenutzt. Den Wahn der Bewohner von Mauswald. Und nun zieht er sie in ihren Träumen auf die Lichtung des ersten Baumes. Der Marquis wusste davon. Das war also die Gefahr, von der er gesprochen hat. Aber warum ist er verschwunden? Wir müssen den Bann des Zarov brechen. Nur dann können wir die Bewohner der Portalwelten retten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Nur dann wird dich dein Portal nach Hause führen können. Nur dann wird dein Vater seinen Weg zurück in deine Welt finden. Was muss ich tun? Die Halle der Schüler bestätigt, was ich schon lange weiß. Du bist ein wahrer Baumläufer. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. In dieser Halle ist ein Tonträger versteckt. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Ich wünsche Glück. Beeil dich, bevor es zu spät ist. Also ich muss immer noch sagen, ich finde das hier voll hübsch. Gefällt mir. Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Das war ein Blatt. Ich hab ein Blatt. Da. Guck mal. Ach, wat. Das muss der Tonträger sein, von dem der Magier gesprochen hat. Und wo finde ich jetzt das fünfte Portal? Wow, das ging jetzt erstaunlich glatt. Es ist wieder Nacht. Ich muss mich beeilen. Ich muss das Portal zur Lichtung des ersten Baumes öffnen.
Warum arbeiten die Zwerge nicht? Was soll das? So, ich bin mal kurz AFK. Ich hole mir schnell was zu trinken. Genau, Silver, ich hole mir jetzt was zu trinken. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So. Was ist Licht? Über dem Mauszeiger. Also das hier, das ist nur Licht. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Nee, ich glaube, es ist auch... Ich hätte die, bevor ich da zu Kitsune gegangen bin, hätte die oder nach... Ja, ich weiß nicht. Also irgendwo muss es ja doch sein, dieser verdammte Scheiß-Tropfen. Wahrscheinlich finde ich den wirklich erst ganz am Ende. Das haben die bestimmt absichtlich gemacht. Damit du jetzt hier wie ein Blöder noch durch alle Bildschirme ganz den Tropfen suchst. Ich weiß doch, wie die denken. Geht denn das hier hin? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier überhaupt machen soll. Ich muss irgendein Portal bauen. Ach so. Also hier geht's zu dieser Dings, Übersichtskarte.
Ach, ich muss hier irgendwas machen. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Hm, wie bin ich denn jetzt? Bin ich ein Dichter, Mann? Laber nicht, Jerry. Ach, was? Ui, er fängt an, in der Hand zu vibrieren. Und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Verrückt! Nur ein hohler Baumstumpf, nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm. Und soll das klingt das... Hm, bin ich etwa auch dicht? Hatten wir doch alles schon. Also, ja, jetzt ist hier ein Leuchten. Und weiter? Reingehen will er ja nicht. Ach so, Moment, ich hab jetzt... Ah, ich verstehe. Habe ich hier vielleicht noch einen Tropfen übersehen? Würde sich ja anbieten hier. Aber ich sehe nichts. Oben. Da waren ja die Motten. Aber hier muss ich sowieso hin, wegen der Statue sehe ich gerade. Also wegen der hier. Ja, hier war die Müllkippe. Genau. Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Hallo, Dorty. Ne, also hier sehe ich jetzt auch, aber hier ist auch so ein Nagel drin. So, also, jetzt muss ich diese Dinger hier verspringen lassen, diese Statuen. Oho, die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. So ein Bernstein-Ding. Ach so, okay. Die setzen sich dann wieder zusammen, okay. Der muss bestimmt irgendwo eingesetzt werden. Gehe ich auch fest von aus, Jerry. Tu den Baum enteisen. Ja, ich habe leider keinen Enteiserspray bei. Leider nein, leider gar nicht. Ich sag's euch, wir finden zum Schluss den letzten Tropfen, garantiert. So, wo stand denn noch so eine Statue?
da im Sumpf, auf jeden Fall. Oh, der Maulwurf ist weg, Nanu. Nee, hier stand... Doch, hier. Na klar, da ist er doch. Manchmal ist man auch wie vernarrelt, ne? Oho! Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue... Jerry, wenn du das jetzt jedes Mal sagst, ja, dann muss ich dich leider verhauen. Fliege ist auch weg. Sind die jetzt alle verschwunden? Ich wette. Ich wette 100 Pro, die sind jetzt alle verschwunden. So, der nächste war in Mauswald. Ja, das war ein Plattenspieler. Das war die Radiostation von dem Maulwurf. Ja, kannst du schicken, Silber. Wunderschön, wie sie das Mondlicht reflektiert. So, hier haben wir die nächste... ist der Waldschrat jetzt tot? Das ist doch... Es sieht aus, als ob er einfach auseinandergefallen wäre. Jetzt sind es nur noch ein paar Kiesel und ein paar Zweige. Die Maus stand da eben gerade noch nicht. Da hat der da liegt nicht aufgepasst. Die sind alle verschwunden. Die sind gerade vorne durchs Tor gegangen. Da stand da keine Maus oben auf der Mauer. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dedalek, was ist da los? Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Uah. Ach so, Pilze. Naja, Pilze mag ich eigentlich. So, jetzt hier. Oho. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu... Oh, das Pfeifen des Windes... So, dann nehmen wir das Ding wieder. Besser mit. Aha, seltsam. Aber okay. Ich habe zwei Hände. Jetzt fehlt mir wahrscheinlich noch ein Auge. Und das finde ich, ich weiß, wo ich es finde. An dem Portalbaum, wo wir hergekommen sind, da war ja auch noch so eine Statue, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Doch, da war eine.
Definitiv war da eine. Seht ihr, hier oben steht keine Maus. Wenn ich da hinten bin, ist hier auf einmal eine Maus oben. Also der da liegt. Das ist keine ordentliche Arbeit. So, hier nicht, sondern da. Die haben das Feuer brennen lassen. Die sind abgehauen, haben das Feuer nicht gelöscht. Schweine. Genau, da ist so eine Statue. Die habe ich gesucht. Hier vielleicht einen Tropfen übersehen oder sowas. Nee, das ist dieser Nagel, der durch den Baum geht. Na gut, wir machen erstmal die Statue. Oho, die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. So, dann müssen wir jetzt das hier wieder einsammeln. Das nehme ich besser mit. Also ich habe ein Auge, zwei Hände. Was soll das sein? Sieht aus wie ein Bandwurm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Plastikkotze, genau. Ein Herz? Nee, glaube ich nicht. Herzen sehen anders aus. Ja, Plastikkotze ist nicht so weit. Kothaufen, du wieder. Ich glaube, das war's. 4 Stück. Ja, 4 Bäume, 4. Ja, 4 Stück, das war's. Ja, mehr Bäume haben wir nicht. Mehr Statuen gibt es auch nicht. Also von diesen seltsamen Statuen. Hier ist ein Tropfen, definitiv ein Tropfen, aber ich kann den nicht anklicken. Es sieht so aus wie ein Tropfen. Aber ich kann damit nichts machen. Der da liegt, wenn das ein Bug ist, ich reiß euch den Arsch auf. Das ist ein Tropfen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So, jetzt muss ich wieder zurück zu den Zwergen. Da lang, ne? Ja. Und hier muss ich jetzt irgendwie... Die Plakate kann er sich nur angucken, die nimmt er nicht mit. Leider. So, die muss ich jetzt irgendwie mit dem Baum hier benutzen. Da passt der nicht. Nicht? Da passt der nicht. Hä? Ach so. Verstehe. Perfekt. Ach, gucke.
hast. Da passt er nicht. Da passt er nicht. Sehr gut. So, das war's. Eine Tür. Nee. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Jetzt geht's nach Narnia. Hey, was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich grün aussieht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Nicht? Wie riecht denn das? Warum hält dich der Geruch davon ab, deine Hand da reinzustecken? Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Nee, nee. Ich muss nicht pipi. Aber danke, dass ich ein Gott bin. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Ach so, Vergiss es, das klappt doch nie. Jetzt. Also irgendwie passt das nicht. Nee, sehe ich auch so. Also irgendwie passt das nicht. Muss ich da jetzt irgendwas machen noch? Ach so, ich bin auch blöd. Ich hab doch Statuenflüstern. Sollte aufgeben, aber weiterkämpfen. Was denn nun? Voller Hoffnung. Kannst du das? Ich weiß nicht, ob das ein Herz werden soll. Es könnte auch ein Apfel sein. Ach ja. Silva, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hoffnungsschimmer. Stimmt. Ha! Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Danke, Silva. Ich hätte jetzt hier stundenlang rumprobiert, glaube ich. Ich habe den Schlüssel. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, Jerry. Das klingt nicht gut. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können.
Jahrtausende alte Kunstschätze einfach so zerstört. Na, welcher Film? Oder welches Spiel? So, jetzt habe ich einen Schlüssel für die Tür nach Narnia. Richtig. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ach Mensch, Kitsune. Ach. Der Fuchs. Nanu, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh. Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Wir sind verlobt. Abgesehen von Anjas Preiselbeer-Pfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Jetzt ist die Frage. Also ich habe jetzt hier 4 Möglichkeiten. Hier oben geht's nicht weiter, nee. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Also das eins, das eins, das eins und das. Gut. Tja, da ich jetzt keinerlei Hinweise habe, wo ich lang soll. Tschakka. Vielleicht hier lang? Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Das war garantiert falsch. Sonst wäre ich nicht wieder hier. Hier lang könnte sein.
Nope. Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Der Weg ins Licht. Bin ich hier richtig? Nein, offensichtlich nicht. Naja, der letzte Ob Weg. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Okay. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Na, ich hätte hier diesen... Den. Aha. Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zaroff verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zaroff meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zaroffs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein... Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Also, das wird jetzt hier immer mehr zu einem LSD-Trip, kann das sein? Ich habe so das Gefühl irgendwie. Also, entsprechender Rabe in der Zwischenwelt. Wenn das nicht LSD ist, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Was hat das damit zu tun, ob du ihn verstehen kannst oder nicht? Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich nenne ihn Hans. Ich bin nur ein Rabe. Hans der Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Ah. Du bist also nur eine Erinnerung. Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Aha. Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. LSD. Traum und Wirklichkeit? Du
Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Okay. Wen hast du hier gesehen? Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Der Marquis! Ich bin hinter ihm hergeflogen, doch er hat deine Welt betreten. Dorthin konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ich stamme von hier, aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Sie beseelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. Ja, das war jetzt irgendwie wenig hilfreich, bis auf das Rad. Ich versuche weiter mein Glück. Bis später. Viel Glück. Nun gut. Die Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Ich meine, gut, das hier ist Mauswald. Das ist irgendwo ein Lagerfeuer. Das ist die Statue, die kennen wir. Und das ist die Stadt. Das ist eine Anspielung auf A New Beginning. Das ist A New Beginning. Geil. Danke dafür. Lustige Anspielung. Also, was haben wir hier? Kanone. Kann ich die nehmen? Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Handvoll Schwarzpulver. Lagerfeuer, das könnte Deponia sein. Bin mir aber nicht sicher. Nee, Deponia gab es damals nicht, glaube ich. Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube, da sitzt sogar jemand.
Wer auch immer das ist, ich leih mir mal einen Holzscheit aus. Autsch, heiß! Und was jetzt? Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Ach so, okay, also. Dann ist hier noch ein alter Bekannter, diese Eichhörnchenstatue. Den kenne ich doch. Hallo, alter Freund. Oh Mann, der erinnert mich an zu Hause. Ich glaube, die Brücke habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht aus, als ob in den Häusern da niemand mehr wohnt. Fast so wie bei mir zu Hause, als ich das letzte Mal da war. Nee, irgendwo da unten sind wir umgetingelt und sind durch die Ruinen da. Tja, also ich habe Schwarzpulver gekriegt. Sonst nix? Nee, nur Schwarzpulver. Was passiert, wenn ich nochmal drehe? Au, Ruck! Das ist the moment of silence hier. Der Koffer kommt mir auch bekannt vor. Das ist Rufus. Na klar, es ist der Koffer von Rufus, als er gepackt, um abzuhauen. Hübsch. Ja, das weiß ich, Jens, dass man damit irgendwas anzündet. Aber was? Das ist die Frage. Ich kann jetzt nicht einfach da den Holzscheit nehmen und irgendwas anzünden. Das wird nicht funktionieren. Das ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfaltertempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Ja, ein aufgeklappter Koffer. Das ist Rufus' Koffer und wir werden ihn jetzt plündern. Ist das ein Seitenschneider? Nee, es ist... Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also, ich schlepp das Ding nicht mit mir rum. Es ist der Koffer von Rufus. Ah, cool. Ich dachte, das Spiel ist älter als Deponia. Aber gut, ich kann mich auch irren. Ist auch Deponia Hände hier. Hände weg! Hey, das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge-WG. Ach so. Und sie ist immer noch verschlossen. Gut, da können wir was machen. Wir haben einen Stock. Hoffentlich ist das Bild da nur eine Illusion. Sonst werde ich doch noch als Einbrecher verhaftet. Okay, ich habe die Tür aufgehebelt. Oh nein, mein Stock ist abgebrochen. Eine Blaubeere. Eine Zwergwurzel, okay. Schwarzpulver und eine Zwergwurzel. Ich glaube, der steckt im Eis fest. Netze mit Eicheln. Ach, guck, hier oben. Ah. Ist das nicht das Mauswalder Rathaus? Ja. Ich glaube, jetzt kann ich an die Netze rankommen. Na, dann Attacke. Ha! Ich hab mir ein paar Eicheln stibitzt. Komisch, die sind so klein. Scheint, dass ich hier nicht mehr Mäusegröße habe. Hoffentlich stürzt das die Mauswalder nicht in eine Wirtschaftskrise. Naja, ist ja für einen guten Zweck. Okay. Hallo Chris. Ja, das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders.
Wie jetzt? Wieder was? Ach so, hier so rum. Ich muss ja wieder dieses, vielleicht klappt das auch. Dieses Flammenritual machen da. So, weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Okay. Ja, kann los. Ja, ich bin schon voll dabei, Chris. Also, wir müssen jetzt... Okay. Okay, jetzt haben wir Pulvermix. Ach, guck. Scheiß auf Thermomix, wir haben Pulvermix, Leute. Wie war denn das jetzt? Also wir müssen irgendwie, ja, jetzt mit dem Zeug so einen Kreis ziehen hier? Der Kreuzung? Ja, das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Oh Gott, wenn ich weiß von... Oh Mann, wie war denn das? Das bringt nichts. Ist drin. Mhm, okay. Stimmt, jetzt muss ich ja die Zutaten alle in den Becher hier machen. Auch drin. Aha. Nein. Ah, Reihenfolge. Okay. Auch drin. Gut, jetzt aber. Okay, jetzt ist alles drin. Na, heute werden wir es nicht schaffen, Silva. Aber vielleicht im nächsten Stream. So, jetzt muss ich irgendwie hier wieder das Symbol machen. Na doch, mein Arbeitgeber. Ich habe alles, was ich brauche. Ob das auch funktioniert, obwohl ich die Rezeptur etwas abgeändert habe? Ja, und jetzt? Muss ich noch irgendwas machen? Ach so. Ich muss am Rad drehen. Oder nicht? Ach so, hier. Der Holzscheit vom Lagerfeuer, deswegen. Autsch, heiß. Und was jetzt? Jetzt zünden wir die ganze Scheiße hier an. Hoffentlich klappt's. Fump, wer ist denn der? Dein Name. Sag mir deinen Namen. Ich bin Jerry. Jerry Haselnuss. Jeremias.
Jeremias Mensch. Wie konnte es dir gelingen, mich an diesen Ort zu rufen? Ich habe einen Pulverkreis auf die Wegkreuzung gezeichnet und... Nur wenige wissen von diesem Ritual. Es braucht Stärke, um es erfolgreich durchzuführen. Nur die Starken sind unserer Magie würdig. Des Weltenwanderns. Ich sehe Stärke in dir. Warum hast du mich gerufen? Ja, weil ich hier weg will am besten, wäre schön. Ich sitze hier fest. Alle Wege führen mich im Kreis. Dieser Ort wurde in eine Falle verwandelt. Das ist der Marquis. Er geht nun in sich selbst auf. Nur mit Maske. Ein starker Bann muss errichtet worden sein. Wer immer diesen Zauber gewirkt hat, muss einen guten Lehrer gehabt haben. Ich brauche Hilfe, um den großen Zarov zu finden. Zarov, Zarov. Er wagt es, seine Welt zu verlassen. So viel Stärke habe ich ihm nicht zugetraut. Sollte ich mich in ihm geirrt haben. Ja, du sollst mir helfen, hat der Magier gesagt. Der alte Magier sagte, ich sollte sie um Hilfe bitten. Aromolena. Deshalb hat mich dein Spruch nicht befreit. Deshalb bin ich noch im Kristall gefangen. Natürlich. Er gesteht mir nur diese kurzen Worte zu. Doch selbst das ist ein Wunder. Was du tust, muss für ihn sehr wichtig sein. Aber wie komme ich hier raus? Eine Falle wie diese verfügt immer über ein System, das dem Fallensteller erlaubt, sie unbeschadet zu durchqueren. Ich spüre, dass du eine magische Münze bei dir trägst. Sie trägt einen Zauber, den ich gut kenne. Doch er ist nicht vollkommen. Ima Picasa tu Sili, Ima Fikusu tu Sili. Dämonische Beschwörung. Ima Kifras. Ich habe dir ein Geschenk zukommen lassen. Ja, der sieht müde aus, hast du recht. Die Münze wird dir nun den Weg weisen, wenn du sie durch den Raum führst. Folge ihrem Licht, doch sei gewahr, ewig durch diese Zwischenwelt zu irren, könnte eine Gnade sein im Vergleich zu dem, was dich erwartet, wenn du der Münze folgst. Wer war das? Ein Freund von dir? Nein, ich glaube nicht. Probier doch mal aus, was der maskierte Magier gesagt hat. Diese Orte wirst du nicht mehr brauchen. Ich hoffe, du findest den Weg zur Lichtung, auch wenn ich mich viel lieber weiter mit dir unterhalten würde. Warum soll es eine Gnade sein, hier ewig durch die Gegend zu irren, als jetzt dazu an mein Ziel zu kommen? Ist der Zarov so hässlich? Also gut, Münze sagt da. Ach so, ich verstehe. Ah. Hier leuchtet es stärker, also muss ich dahin. Vielleicht ist es dieser Weg. Ja. Wahrscheinlich gewisse Reihenfolge. Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Aber, guck. Münze. Nicht. Ja. Nicht. Hier bin ich ja gerade durch, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich da durch. Da haben sich echt mal... Ob das jetzt der richtige Weg ist? Haben sich echt mal was einfallen lassen ab und zu. Bin ich hier richtig? Bestimmt, Jerry. Nee. Ja. Hat man doch schon. Okay, dann gehe ich hier nochmal lang. Hier lang? Könnte sein. Schon wieder hier.
Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Ah, jetzt muss ich da durch. Da, hier. Vielleicht ist es dieser Weg. Ui, toll. Das muss die Lichtung sein. Die Lichtung des ersten Baumes. Ich sehe, ein Freiwilliger will Teil dieser magischen Vorstellung werden. Och nö, du, lass mal. Applaus, meine Damen und Herren. Geisterhaftes Publikum. Oh, das ist unheimlich. Das müssen die Träumenden sein. Der Bann zieht sie hierher. Ja, Helene. Ja, nee. Helene Fischer hat einen Vorteil, sie ist wenigstens relativ hübsch. Also für eine MILF ist sie schon... Oh, hallo Quipu. Ja, das ist hier echt alles Fake, Quipu. Wir sind hier gerade volle Kanne auf dem LSD-Trip. Also spieltechnisch. Dieses Spiel ist ein einziger LSD-Trip hier gerade. Das müssen die Träumenden sein. Der Bann zieht sie hierher. Okay, also... Eine Baumkrone. Er ist wirklich unbeschreiblich. Der Baum ist eine Königin, er hat eine Krone. Der große Zarow. Pfui, Devil ist der hässlich. Ein Freiwilliger, meine Damen und Herren. Ich habe mit meiner Hellsicht in dein Herz geblickt. Er hat dich geschickt. Ein Kind. Jeremias, ich war einst wie du. Dann habe ich der grausamen Realität ins Auge geblickt. Den Tatsachen. Ich bin erwachsen geworden, als er mich ausgesperrt hat. Aus diesen unglaublichen Welten. Doch in unserer Welt gibt es keinen Platz für Magie. Ganz egal, wie gut du bist. Dort kannst du unmöglich Erfolg haben. Aber das hat er dir sicher nicht gesagt. Nichts ist unmöglich. Nur für ihn. Das wirst du bald merken. Er hätte dich nicht schicken dürfen. Er wird seinen Fehler schnell bemerken. Vielleicht wird seine Trauer um dich größer sein als um mich. Ja, das ist ja das Plakat, was er da so reingenagelt hat, ne? Was dann alle Portalbäume gesperrt hat. Was für eine lahme Vorstellung. Du musst viel lernen. Das Publikum. Es liebt nur mich. Ja, der trägt einen total zerrissenen, abgeranzten Anzug. Der hat bestimmt schon seit Wochen nicht geduscht. Genug Zeit verschwendet. Und nun... Der müffelt bestimmt richtig säuerlich. Meine Damen und Herren, ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Nein! Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Das ist Magie. Jerry, kannst du mich hören? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Macht ist nicht stark genug, um Zarows Bannzauber lange zu durchbrechen.
Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarovs Geisternägel. Ja, die riechen nach feuchter Erde, die Pilze. Der erste Baum ist verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie. Gib dich nicht der Frucht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben. Darfst nicht aufgeben. Darfst nicht aufgeben. Aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Musst aufgeben. Du musst aufgeben. Wo bin ich? Ich bin wohl eingeschlafen. Flop. Der faule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! Und so einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrileg. Plato! Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Welcher Wicht wagt es, die Waldesruhe zu stören? Ich weiß, aber ich muss die Cutscene abwarten hier. Ärgerlich. Sie mochte es ganz und gar nicht, wenn man sie weckte. Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald. Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt, eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu wollen. Ich sollte sie mal ansprechen. Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme. Eine sehr gute Idee. Der kleine dumme Jerry ist völlig verwirrt. So. Er hat uns alle ins Verderben geführt. So. Ich weiß, es ist hier ein ziemlich blöder Zeitpunkt, um aufzuhören, aber es ist ein Freunde müssen einander helfen. Geiler Cliffhanger. So, also nochmal. Also ich weiß, es ist jetzt ein blöder Zeitpunkt zum Aufhören, aber wie es weitergeht, sehen wir dann am nächsten Sonntag. Und am nächsten Sonntag wird es dann auch der letzte Stream für dieses Spiel sein. Hoffe ich. Ist ja auch schon ordentlich, ne? Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gut in die nächste Woche und lasst euch überraschen, was dann am Mittwoch kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.